Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Blade and Soul. Und weiter geht es. Ich hoffe, es hat euch der erste Part gefallen. Und natürlich den Einblick zu Blade and Soul. Lasst gerne auch mal Feedback da, wie ihr selber dieses Spiel hier findet. Ob ihr das selber auch sehr aktiv spielt oder auch, noch selber spielen wollt. Lasst es auf jeden Fall gerne da. So, heute kam eben halt auch der Paktier heraus. Mit der Klasse werden wir jetzt auch so gesehen dieses Projekt spielen. Und ja, ich werde euch hauptsächlich jetzt so weit von der Story zeigen und natürlich nicht jetzt alles hundertprozentig so ein hundertprozentiges Let's Play machen, sondern irgendwie so, ja, Einblicke zu der Story und ja, Instanzen und viele weitere andere Sachen. Oh, hier kriegen wir ein Trainingsdolch. Beschwörungsformel, Beschwören, Bombardierung. Okay. Wie der auch der Assa bekommen wir hier halt auch einen Dolch. Das ist auch unsere Waffe. Die tragen wir nicht hinten, so wie bei den Nachtklinge, sondern den Dolch tragen wir an der Schulter. Wir nehmen diesen Dolch auch sonst in Aktion, wenn wir irgendwelche anderen Moves einsetzen, soweit ich die Klasse ja auch gut kenne. Ja, und wir können halt dann gleich in Aktion gehen. Weil wir sprechen jetzt mal mit Homo. Grundlagen der Kampfkünste. So, da bekommen wir einmal Bollwerk, Talisman und Abstoßen. So. Hier können wir halt beschwören. Da legen wir mal los. Ah, so geht das. Ah ja, genau. So. Pam, dann machen wir mal die hier. Zack. Echt sehr, sehr cool. So. Das kennen wir ja schon mal. Die Kreatur macht die Zielen fertig hier. So, alt. Gedrückt und auf das linke. Ah, hier, so machen. Genau, man kann ja dann hier überall dann zugreifen mit der Maus, wenn man alt gedrückt hält. So. Das habt ihr heute gut gemacht, Grashüpfer. Wir trainieren weiter, aber ihr seid ein guter Schüler. Oh, vielen Dank. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmon-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Der Test repräsentiert die Angst, die wir alle in uns tragen. Oh, okay. Ein wahres Hongmon-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr müsst sie allein betreten. Na gut. Na, wenn er das sagt, die Höhle der Hongmon. Unsere Prüfung. Können wir die Karte öffnen? Da unten müssen wir hin. Yeah. Hinfliegen. Hat schon was. Yeah. So. Unsere Prüfung. Oh, wer ist das denn? Maskierter Krieger? Oh nein! Au! Der hat uns gewonnen-hittet. Aber das war wohl beabsichtigt wohl.
Ah, innerhalb des Kreises. Ja, ja, okay, ich hab's kapiert. Man soll eigentlich nicht dort sein. Na gut. So, 8. Nehmen wir halt einen Trank, um uns wieder zu Kräften zu kommen. So. Meister Hong glaubt wohl an euch. Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. So, wir haben hier Stufe 3 erreicht. Es gibt jetzt außerdem eine Aktion, wenn man jetzt ja, Charakter auf 45 hat oder auch selber Leveling-Marathon ja, einen Charakter anfängt, so gesehen. Das wäre auch die gute Chance mit dem Parkierer. Und ja, eben halt bis 45 halt zu leveln. Dann gibt es eben halt ja, Belohnungen freizuschalten. Oh, die Katzin ist hier. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Jin. So jung. Sorgt euch lieber um euch selbst, Schätzchen. Ihr seid tot! Los! Flieht! Was? Das Schwert, Hong. Jin So-Yun, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Wahl hatte ich? Jura, Ubon. Oh oh. So. Sieg die Unholde. Lusong, ihr, ich... Ihr enttäuscht mich, Meister. War das schon alles? Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister?
Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Hm? Dämmer schneit. Ihr seid stark wie eh und je, Hong Sukyong. Doch ich bin nun unendlich stärker. Und euer Clan endet hier. Oder ihr rettet ihn, das liegt bei euch. Nun, lass meinen Schüler gehen. Und so geschah es. Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Na, wer weiß, wer weiß.
Wacht auf. Bitte. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Haltet sie auf. Haltet Jin auf. Hey, wacht auf! Aufwachen! Hört ihr mich? Hey, aufwachen! Ja, so begann es alles und ja, ab sofort geht es dann auch richtig los. Ja, wir werden unsere ersten Quests annehmen und ja, auch an der Story voranschreiten. Und das ist eigentlich so mein Hauptfokus, denke ich mal, hier soweit in diesem Projekt an der Story anzulehnen, nebenbei welche Sachen zu machen, euch hier was auch zu zeigen. Und ja, mal gucken, wie sich das weiter eben halt sich verläuft. Oh, ihr seid wach? Ja, da sind wir jetzt nun. Seid ihr in Ordnung? Was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin... Ihr kennt Ochun nicht? Er ist von der Hongmun-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger... Es könnte das Ende sein. Wirklich? Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Ob Kosol Jung weiß, was zu tun ist? Er ist draußen. So, okay. Da gibt es hier sowas wie einen Hongmun-Shop. Da gibt es bestimmt auch wieder diverse Sachen. Gratis-Gutschein für einen extra Platz. Cool, können wir noch einen extra Platz hier. Zack, haben wir es ja. Schraub schneller Belebungstalisman. Ja, nehmen wir alles mal mit hier. Ja. Können wir jetzt gar nicht nehmen hier so, oder? Was haben wir hier noch so? Aha. Hier auch zum Beispiel neue Kostüme oder so. Dieses Kostüm finde ich auch ziemlich nice. Das sieht auch recht cool aus, finde ich. Das hier sieht auch cool aus. Ja, mal gucken, was alles noch so kommen wird. Ja, man gibt es außerdem auch sowas wie Pakete wie Lehrlingspaket und Duellantenpaket. Das kann man sich auf jeden Fall auch reinziehen, wenn man möchte. Hier gibt es außerdem Details, wo ihr dann eben halt dementsprechend die Sachen bekommt. Ja, das könnt ihr eigentlich in Erwägung ziehen, falls ihr da drauf Bock habt und es gerne möchtet. Ansonsten gibt es hier auch halt Premium für 30 Tage, 90 Tage und 365 Tage. Das bezahlt ihr so gesehen mit NC Soft Points und ja. Mit Premium habt ihr auf jeden Fall auch ein paar Vorteile und so weiter. Ja, auch beim Kauf und sowas halt ihr alles. Ja, könnt ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr wollt. Also, es ist euch selbst überlassen. So. Ja, und dann geht es hier, denke ich mal, im nächsten Part weiter auf jeden Fall. Ich danke auch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst gerne mir Feedback da. Wie findet ihr selber den Paktierer? Und ja, habt ihr auf jeden Fall Bock drauf, weiterhin dieses Story-Let's-Play hier in Blade & Soul? Würde mich auf jeden Fall gerne wissen. Ja,
freue mich auf jeden Fall, euch mal hier so ein MMO-Alternativ euch zu präsentieren, neben Final Fantasy 14 natürlich. Und ja, Black Desert wird auf jeden Fall morgen starten. Ich werde auf jeden Fall noch die Closed Beta Passer hochladen. Und dann sehen wir uns auch noch dort auch noch auf jeden Fall, wenn ihr auf jeden Fall Bock drauf habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und haut rein.